Ein Boot. Schrot. Kampfflinte, Jagdgewehr, Nachtsicht, okay. Sehr schön. Okay. Du wolltest gerade schreiben. Ah ja, da seid ihr euch einig, ja? Ja, generell gehöre ich aber auch zu den Picknicktisch, zu den schnellen Einkäufern, weil ich das nämlich hasse wie die Pest. Einzukaufen. Das ist genauso wie Klamotten. Am liebsten bestelle ich mal eben bei Amazon, wenn es danach geht. Also sowas wie Klamotten shoppen oder sowas. Nee, nee. Ach, wir haben schon wieder Durst. Ja, ich frage, weil der Stream bei mir so aussieht, als wäre er bei 480p oder niedriger. Bei YouTube gibt es auch diese Artefakte, nur da kann ich auf 1080 umschalten und sie sind weg. Hier sagt Twitch, dass die Quelle 1080 ist, aber wenn es so wäre, könnte ich den Stream nicht sehen. Okay. Das weiß ich jetzt nicht, woran das liegen könnte. Das kann ich dir nicht sagen. Also generell haben wir jetzt nicht unbedingt die schlechteste Leitung, will ich jetzt mal so sagen. Ich gehe jetzt immer wieder... Nee, ich will da nicht tiefer hin. Ich würde fast sagen, zurück zu Red Rocket. Ich bin schon viel zu weit gelaufen, will ich gar nicht. Vielleicht nehmen wir das Hochmoor eben nochmal mit, dass wir das entdecken. Und dann gehe ich einfach wieder zurück. Dann berge ich die Red Rocket Kerne und dann ist gut, weil das wollte ich jetzt ein... Ah, Ella Ames. Schlingerlagune. Ne, da gehe ich nicht hin. Ah. Ich wollte ja im Moor gar nicht so viel machen. Das ist mir noch ein bisschen eine Spur zu heftig. Ist immer, wenn sie sich bewegt. Okay, ich bleib stehen. Wegen Butter mit dem Auto, Umweltverschmutzung, Lifestyle. Genau, sobald sie sich bewegt, geht ihr Artefakt los. Nein! Ich weiß nicht, was da los ist. Ich mache aber jetzt auch nicht mehr so lange. Dann sind da auch keine Artefakte mehr. Hier sieht alles gut aus und leitungstechnisch kann ich nicht sagen. Ich hatte am Anfang des Streams aber auch schon wieder so ein... Twitch-Problem. Was? Wo? Dechflügler? Wo? Da ist die Straße auch wieder. Da möchte ich natürlich jetzt gerne wieder hin auf die Straße. Oh, es gibt doch kleine Viecher hier. Was? Stechflügler Sauser? Der sitzt da vor uns. Ach so, tun die eventuell nichts? Sind das Libellen oder sowas? Das kann natürlich sein. Aber ich würde dafür... meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich renne komplett in die andere Richtung. Was mache ich denn da? Ich wollte zur Straße zurück. Zurück, ja, genau. Oh Gott, ja, es wird Zeit, Lizzie. Feierabend für heute. Nein, wenn ich laufe, geht die Qualität runter. Dann habt ihr mich auch noch nicht laufen sehen. Nein. Oh, ich hasse das. Das ist ein Stein, ja? Okay. Oh nein, das kenne ich. Ah, ah. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Titan wurde Staubgefäß hinzugefügt. Wodurch? Hier ist eine Brandbestie. Offizier.
Liegt der an OBS? Nee, diesmal nicht. Also heute keine Brandbestie. Heute auf keinen Fall eine Brandbestie. Oh, was haben wir hier? Da ist der Bunker wieder, alles klar. Und der Offizier rennt hier auch irgendwo. Nee, unauffällig zurück. Ganz schnell. Das ist ein anderer Bunker. Das ist Abbys Bunker? Okay. Versteck des Aufsehers. Die nehme ich auf jeden Fall. Das Wasser nehme ich. Das Logbuch. Aufseher-Logbuch, Bunker der Freien Staaten. Sam Blackwell und Raleigh Clay. Diese Scheißverräter und ihre Sezessionisten haben sich von Amerika abgewandt, um die Freien Staaten zu gründen. Betonbunker. Damit käme man nie durch eine Vortec-Inspektion für Strahlensicherheit. So viel steht fest. Klingt, als hätten sie ihre Paranoia lang genug aufgegeben, um die anderen Überlebenden um Hilfe zu bitten. Ich muss einfach nur dieses Terminal hacken. Mal sehen, was sie zurückgelassen haben und vorhatten. Okay. Glasscherben brauche ich nicht. Holzreste packe ich auch mal weg. Ich komme aber da nicht runter, ne? Säure kommt da raus. Ah, da kriegen wir Säure her. Alles klar. Wenn ich die Waffen nicht zerlegen kann, würde ich sagen, ich schmeiß sie weg, oder? Die Kürbis. Oh, die machen radioaktive Verstrahlung, die Kürbisgranaten. Alles klar. Sprengköder brauche ich noch. Dann packe ich die Schrot, glaube ich, weg. 195. Ich habe es jetzt echt nur den blöden Clownshut gefunden. Das glaubst du aber nicht. Am PC. Nee, am PC liegt es nicht. Der macht sich gut und laut OBS klappt auch alles. Mit Granaten feuer doch einen Artillerieschlag an. Alles klar. Erst töten, dann fragen. Genau. Nein, dicht und vernichten. Nein, auf keinen Fall. Das dauert Ewigkeiten. Ich habe für meine erste, die ich alleine gemacht habe, die Folge hat eine halbe Stunde gedauert. Und davor habe ich sie ja auch schon bearbeitet. Nee. Und selbst mit Madel war das echt nicht einfach. Nee. Das auf keinen Fall. Und looten, ja. Fledermäuse sind süß, ja. Wie ist das so ganz allein auf der Map unterwegs? Ich kenne niemanden mehr, der noch 76 spielt. Daher müssen die Server recht leer sein. Ich weiß nicht, dafür gibt es noch genügend Probleme. Habe ich das Gefühl. Ach komm. Ich schmeiß jetzt die Rüstung auch weg. Alles klar. So, jetzt sind wir nicht mehr überladen. Was haben wir denn hier? Zugangsterminal für eine Tür, die gar nicht verschlossen ist. Okay. Abbys Bunker. Will ich da rein? Will ich da rein? Hat sie ein Clownskostüm? Offen. Die Tür ist offen, ja, aber die andere nicht. Oder? Vielleicht doch. Ah, ist offen. Nee, da waren aber Spieler. Ich kann gleich nochmal auf der Map gucken. Also es waren schon einige. Ich bin aber auch schon vom letzten Server runtergeflogen. Nächste Woche Marbles on Stream. Oha. Oh, die haben das Licht aber um einiges heller gemacht. Naja, alleine doch ist relativ. Hier sind zwei. Da. Ich glaube schon, dass der Server voll ist. Also so. Na, vielleicht nicht ganz voll. Es waren schon mal mehr hier unterwegs.
hab schon wieder Hunger. Mann. Hunger, Pipi, kalt, Durst. Sind wir bald da? Sei gegrüßt, Fremder. Jetzt mal keine Panik. Mein Name ist Abby. Ich bin nicht dein Feind und das ist keine Falle. Wenn du das hier hörst, bin ich nicht mal mehr am Leben. Ich gehörte zu einer Gruppe, die sich die Freien Staaten nannte. Wir opferten unsere Leben bei dem Versuch, unser verbrannten Aufspürsystem zum Laufen zu bringen. Die Freien Staaten, ja. Das System schlägt Alarm, wenn die Verbrannten kommen und kann beim Kampf gegen Brandbestien Hilfe leisten. Ich habe eine Reihe von Hinweisen für diejenigen aufgezeichnet, die dabei helfen können, das System fertigzustellen. Zuerst musst du das letzte Verbindungsgerät finden. Höchstwahrscheinlich ist es reparaturbedürftig. Wir gaben es einem Typ namens Madigan. Er sollte es an der Antenne in Top of the World anbringen. Mhm. Finde das Verbindungsgerät. Du kannst es mit der Werkbank hier reparieren. Melde dich danach am Hauptterminal des VHS an, um die nächste Aufnahme zu aktivieren. Okay. War das nicht Abbys Nachricht? Anscheinend nicht. Server antwortet nicht. Es ist immer wieder beruhigend, das zu lesen. So, nein, den Teller wollte ich nicht mitnehmen. Oh, egal. Kann man bei Hunger auch das Backfett essen? Abbys Aufgabenliste. Wenn der Server mal reagieren würde, sehr schön. Aha. Zu erledigen. Aufzeichnungen auf das Master-Holoband abschließen, Kontrollprogramme zum Scannen von Sams Terminal umschreiben, Verfallsdaten auf Stimpacks kontrollieren, nach Möglichkeit nicht den Verstand verlieren. Das ist gar nicht so einfach, nicht den Verstand zu verlieren. Eine Pause von 76 und warte auf neuen Content. Hab zwei Chars hochgezogen und rein... Wenn du noch da bist, hoffe ich wirklich, dass du bereit bist, einem toten Mädel zu helfen. Falls ja, viel Glück. Falls nicht, dann... Tja, viel Spaß mit den Verbrannten. Wieso kommt das... Und falls du zufälligerweise Madigan bist, dein Timing ist scheiße. Okay. Das ist aber schwierig. Verworfene Szenarioaufnahme. Szenario 5. Der Schlimmstfall. Wenn diese Aufnahme läuft, bedeutet das, dass dieser Bunker von Hilfsenergie betrieben wird. Du hast etwa 4 Stunden, vielleicht weniger, um die Stromversorgung wiederherzustellen und das System zu retten. Mal sehen. Hier ist die Anleitung für den Generator. Ersatzteile bei Thunder Mountain? Das wird Spaß. Werkzeuge? Vergiss es. Es gibt zu viele mögliche Gründe und ich kann nicht alle abdecken. Vielleicht versinkt der Bunker. Vielleicht hat ein Biber auf Buffer auch die Stromkabel durchgenagt. Vielleicht hat der Generator einfach den Geist aufgegeben. Man kann nicht alles haben, Abby. Also weiter im Text. Noch ein nutzloses Holoband. Aha, okay. Das hat sie also wieder aufgegeben. So viele leere Räume hier. Bügelsäge, Alter. Na. Oh ja, es ist schön mit dem explosiven Zeugs hier. Gute Idee. Da können wir Sachen kaputt machen. Das ist... Okay. Kein verstellbarer. Wir verwerten erstmal ein paar Gegenstände. Das ist gut. Das können wir auch noch verwerten. Alles klar. Den wollte ich gar nicht. Und da kriegen wir Säure raus. Sehr gut. Stufe 50. Okay. Das kannst du ganz knicken. Alles klar. Nur so zum Testen. Kostet ja nichts. Ein bisschen früh für diese Questreihe? Ah!
Ihr trennt hier wieder lang. Wo ist sie hin? Das ist eine Geisterschabe. Nee, sie kommt gerade wieder. Ich wollte das auch gar nicht machen. Ich bin durch Zufall hier. Howdy, Fremder. Du liebe Güte, warum habe ich das denn gesagt? Dämlich. Ich bin hier völlig allein, keiner hört zu, keiner kann sich lustig machen und ich kriege nicht mal einen einfachen Satz auf die Reihe. Super. Hallihallo, Überlebender. Auch nicht besser. Willkommen in meinem bescheidenen Bunker, wo wir alle tot sind. Hey, wie wär's, wenn du einen Batzen höchst gefährlicher Aufgaben für mich erledigst? Die sind es wert, versprochen. Du bist dabei, oder? Natürlich bist du das. Schließlich hängt das Schicksal der Menschheit davon ab. Dann ist mein Job erledigt. Okay, ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Es geht hier um sie, nicht um mich. Ich kann es schaffen. Für sie. Okay, das war süß. Das war tatsächlich mal gut. Gemacht. No. Abyss Terminal, okay. Die haben sich bei den Vocal-Aufnahmen sicher vor Lachen nicht einbekommen. Ich glaube auch. Die Verbrannten. Mein Vater denkt, dass ich alt genug bin, ein paar Dinge über sein verbrannten Ausspülsystem zu lernen und seitdem nichts als Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich hasse es. Ich weiß, dass die Verbrannten Nerven und Harpers ausgelöscht haben. Aber glauben Sie wirklich, dass das funktioniert? Ich bin mir sicher, dass wir am Arsch sind und ich den Rest meines Lebens auf Betonziegelwände starren muss. Ja, ich glaube auch, aber... Dex ist fort. Er ist verschwunden, aber wir alle wissen, dass er tot ist. Calvin darf man einfach nichts überlassen. Ich verstehe nicht, warum ich einen Bruder haben muss. Ich könnte ein Einzelkind sein. Doppelt so viele Geburtstagsgeschenke, doppeltes Taschengeld und natürlich ein Hund, der noch am Leben ist. Ja, das meint man, glaube ich, nur. Fort Defiance. Defiance ist gefallen. Finde Informationen über die Bruderschaft. Okay. Die Bruderschaft ist nicht mehr. In der letzten Nachricht hieß es, dass Defiance gefallen sei. Wo auch immer das sein mag. Jetzt stellt Rawley einen Trupp zusammen, der in ihrem alten Treffpunkt Camp Adventure nachsehen soll, was zu holen ist. Sie mögen vielleicht Arschlöcher gewesen sein, aber wenn jemand eine echte Chance gegen die Verbrannten hatte, dann die Bruderschaft. Ich würde gerne wissen, was passiert ist, aber dafür müsste ich erst Fort Defiance finden. Und der Nachricht nach dürfte es dort vor Verbrannten nur so wimmeln. Funksignal? Ich habe neulich ein schwaches Funksignal empfangen. Eine Frau hat irgendetwas gesagt. Es klang, als würde sie Hilfe anbieten, aber ich konnte es nicht verstehen. Das Signal kommt und geht. Es schien ein bisschen stärker zu sein, als ich nach Westen in Richtung der Berge ging. Ich würde das gerne untersuchen. Nachdem alle anderen fort sind, könnte ich wirklich Hilfe von jemandem gebrauchen, der noch lebt. Aber ich müsste Raider-Gebiet durchqueren und nahe genug für ein starkes Signal heranzukommen. Und das kann ich einfach nicht riskieren. So ein Mist. Neuanfang. Es ist erst ein Jahr her, dass ich meinen Vater verloren habe. Ich habe mich durch sein Terminal gelesen und mich daran erinnert, wie sehr er uns retten wollte. Er hat mich ausgebildet und so sehr ich es auch hasste, das Vass in- und auswendig zu kennen, um es fertigzustellen, falls etwas mit ihm passiert. Dann ist er gestorben und ich habe nichts getan. Heute werde ich, so große Angst ich auch habe, das System fertigstellen. Sie sind alle dafür gestorben, selbst Calvin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gut ausgeht, aber ich habe nichts zu verlieren. Abschied. Vor einiger Zeit habe ich gesagt, dass ich das Vass fertigstellen werde. Ich weiß, dass meine Chancen auf Erfolg zig Millionen zu eins stehen. Zuerst habe ich also viel zu viel Zeit damit verbracht, Millionen Dinge zu basteln, damit jemand, der meinen Bunker nach meinem Weggehen findet, das Vass ebenfalls fertigstellen kann. Das ist jetzt erledigt und das hier ist vielleicht mein letzter Eintrag. Ich habe einen Rucksack gepackt und breche nach Top of the World auf, um Madigans Verbindungsgerät zu finden. Haben wir sie schon gefunden? Ich glaube, ne? Es kommt mir auf einmal so bekannt vor. Okay. Die
Brian ist gefallen. Eine kryptische Funknachricht, ein Mysterium, das gelöst werden will. Okay. Oh, und das war wahrscheinlich das Zimmer ihres Vaters. Kann es sein? Okay. Ja. Outtakes sind immer am besten. Ja. Outtakes oder Bloopers oder sowas. Auf jeden Fall. So, wir können jetzt hier noch nichts machen mit dem verbrannten Terminal, ne? Die müssen gewartet werden. Okay. Moor. Verbindungsgeräte. Nee, also da gehe ich jetzt auch nicht. Ich will ja endlich raus. Ja, also. Alles klar. Das hat sich dann erstmal erledigt. Was war das? Nirais Terminal. Persönliche Notizen. Tag 1. Liebe Jen, wir haben es geschafft. Wir sind heute offiziell in den Bunker eingezogen. Da es genug Platz gab, haben wir auch die Coens mitgenommen. Wusstest du, dass sie gerade ein kleines Mädchen bekommen haben? Keine Ahnung. Ist das Abby? Nee. Und Cal werden sich über die Ablenkung bestimmt freuen. Doch, Abby und Cal, ne? So können sie dann auch mal auf anderen Kindern rumhacken und müssen sich nicht immer nur gegenseitig schikanieren. Im Moment sind wir alle noch ein wenig aufgeregt. Es fühlt sich eher wie ein Campingtrip an, als bittere Realität an. Rastlos. Liebste Jen, die Kinder werden rastlos. Der Bunker scheint den Reiz des Neuen bereits verloren zu haben. Abby ist alt genug, um mit ein paar kleineren technischen Projekten beschäftigt zu werden, aber sie vermisst ihre Freunde. Calvin und Daniel sind ungefähr im gleichen Alter, aber sie haben so viel Energie, dass dieser Ort für sie einfach zu klein ist. Immerhin können wir Erwachsenen uns noch über einen guten Drink freuen, wenn die Kinder im Bett sind. Ah ja. D-Day. Liebe Jen, Rawley und Sam hatten recht. Es ist wirklich passiert. China hat die Bombe abgeworfen. Wir haben die Vibration im ganzen Bunker gespürt und die Kinder sind mir seither nicht mehr von der Seite gewichen. Laut den Nachrichten herrscht da draußen das reinste Chaos. Der Bunker ist bis jetzt völlig intakt. Keine Strahlung ist durchgedrungen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Harper's Ferry. Liebe Geneva, Rawley hat gestern Abend einen Funkruf abgesetzt, um zu fragen, ob jemand ein Leben draußen in Harper's Ferry aufbauen möchte. Nach längeren Diskussionen mit den Kindern und den Coens haben wir uns dazu entschlossen, es zu versuchen. Es wird nicht einfach werden, aber wenn es Abby und Carl ein Leben ermöglichen sollte, in dem sie den Himmel sehen und mehr Menschen um sich haben, dann ist es den Versuch wert. Die Verbrannten. Liebste Geneva, es ist lange her. Ich hatte auf diesem Terminal nichts mehr geschrieben, seit wir hier nach Harper's Ferry gegangen waren. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben es 7 Jahre lang versucht, aber leider sind wir gescheitert. Diese neue Welt ist gefährlicher als erwartet. Es gibt da draußen neue Kreaturen, die wir die Verbrannten nennen. Sie sind irgendwie dazu in der Lage, andere Organismen zu übernehmen. Bären, Hirsche und sogar Menschen. Solange wir keinen Weg gefunden haben, um mit ihnen fertig zu werden, ziehen wir uns in den Bunker zurück, wo ich Abby und Cal beschützen kann. Wir haben durch diese Monster schon die Coens verloren. Ich werde nicht auch noch das Leben unserer Kinder riskieren. Vorschläge. Ortung. Ella glaubt, dass die Verbrannten eine einzigartige Strahlungssignatur aufweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Gerät bauen kann, das diese Signatur empfängt und ein Signal aussendet. Es könnte eine Art Frühwarnsystem werden, falls wir die Mittel zum Kämpfen haben. Dann werden wir kämpfen. Aber falls nicht, können wir uns in unsere Bunker zurückziehen. Ich werde heute Abend die ersten Pläne anfertigen. Sendetürme? Wir haben darüber gesprochen, die umliegenden Regionen. Oh Gott. Okay, was soll's. Was mit Outtakes? Okay. Wir haben darüber gesprochen, die umliegenden Regionen mit Detektoren auszustatten, um einen besseren Überblick zu erhalten, was auf uns zukommt. Das erfordert allerdings ein größeres Kommunikationsnetzwerk, als ich es allein aufbauen kann. Es sollte eine Möglichkeit geben, die Sendetürme dafür zu verwenden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Verbindungssystemgerät, siehst du, Brille nützt nichts, dass ich ein Verbindungsgerät bauen kann, das unsere eigenen Signale empfängt und überträgt. Eddie stellt für uns ein Team zusammen, um das zu untersuchen. Reparaturbots.
Es ist absurd, wie oft diese Verbindungsgeräte durch die örtliche Fauna beschädigt werden. Nach Terrys Tod habe ich beschlossen, einen Roboter zu bauen, der sich darum kümmert. Ich habe einen Augenbot gefunden, der dafür geeignet sein sollte. Ich bin zu müde, ich kann nicht mehr lesen. Fallen. Brandbestien fallen? Wir haben in Camp Venture ein paar technische Geräte gefunden, die von der stählernen Bruderschaft zurückgelassen wurden. Ella glaubt, dass wir mit einigen Modifikationen eine Art akustische Brandbestienfalle bauen können. Falls wir die richtige Frequenz finden, sollte es uns gelingen, sie zu desorientieren und sie vielleicht sogar lange genug am Boden zu halten, um sie zu töten. Jawohl! Will ich haben. Auf jeden. Mitteilung der freien Staaten. Der leuchtende Sumpf. Oh Gott, ich kann nicht mehr. An alle. Wir haben kürzlich die schlimmsten Bedingungen überlebt, die es im Moor je gegeben hat. Falls sich so etwas je wiederholen sollte, sind folgende Schritte zu befolgen. Erstens, Crevasse-Damm. Turbine ganz aufdrehen, um den Fluss ablaufen zu lassen. Zweitens, Dire-Cam. Anweisungen der Operation strahlend rein befolgen und in den Fluss leiten, um die Strahlung zu absorbieren. Drittens, töten Sie alle leuchtenden Kreaturen, die Sie sehen. Fragen? Sie wissen, wo Sie mich erreichen. Das Rankenherz.